Rücken zuwenden. Behalten Sie Ihre Lichtjuwelen. Behalten Sie Ihr Lichtjuwel im Auge und setzen Sie, wenn nötig, Ihre Ausrüstung ein. Sollte der Wachposten nach Ihnen suchen, schleichen Sie sich vorsichtig weg. Five picked men. My lord? Five picked men with me, and we cut our way through. He's your cousin, my lord. I won the bet. My shaft was closer by a thumb's width. The bloodline opal should rightfully be mine. If I may, my lord, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard. And no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then we cut our way through. Five good men against 20. And my so da vorne ist noch was zum Klauen. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yeah. Auch der vorsichtigste Dieb wird irgendwann mal entdeckt. Natürlich können sie sich ihrem Gegner mutig stellen. Normalerweise empfiehlt sich jedoch der geordnete Rückzug. Werfen Sie zum Beispiel eine Blitzbombe und fliehen Sie. Während Ihre Verfolger geblendet sind, wählen Sie die Blitzbombe mit F1 aus und werfen Sie sie mit I. Natürlich können Sie auch mit Ihrem Dolch angreifen. Sie haben die Wahl. Hauptsache Sie entkommen durch die Tür nach draußen. Hey! Ah! What? Where is everything? Bam. Gehen Sie zum Ausgangsbereich, um Ihre letzte Aufgabe zu erledigen. Sind alle Aufgaben abgehakt, haben Sie die Mission gemeistert. First one. But I've still got the goods. So, jetzt kann ich nochmal bei O gucken. Okay, das haben wir. Verlassen Sie das Gasthaus, sobald die Beute haben. Okay, das haben wir dann auch. Back. So. Dann gehen wir mal. So. Möchten Sie die Mission wirklich beenden? Ja. Nothing like mixing in society. Especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Okay, das ist so ein Fazit. Statistik. Schwierigkeitsgrad haben wir normal, benötigte Zeit 7 Minuten. Beute. Oh, ich habe sogar noch was entdeckt. Was vergessen. Niedergeschlagene Gegner 1, getötete Gegner 0, heimliche Morde 0. Okay, dann gehen wir auf weiter. Wir sehen uns dann in der Mission. Perry says the crest belongs to the Rutherfords. One of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark. Then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. Okay, und die nächste Mission. Enough plan for me to use myself. Brechen Sie in das Schloss der Port ein, finden Sie heraus, wie man die Schatzkammer findet und öffnen kann. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal. Ach so, Hinweis nochmal. Der Koch wartet auf das Signal. Löschen Sie die Löwenkopffackel, damit er die Hintertür über der Fackel im Fenster im Festungswall öffnet. Okay, dann gucken wir mal. Bin ja mal gespannt, ob wir die Mission schaffen.
sich nicht so einfach an. There's the torch. Now to give the signal. Quiet tonight. It's the rain earlier. Everyone's gone in. Black as pitch out here. They doubled the watch. This castle's as old as South Quarter. See the way the stone is? Pulled off an arc. Probably has. You really think so? Who knows? It's an old part of town. Okay, the streets are all different here. Not like Aldale or Stone Market. Ah, what do you know about it? I could have been in the city watch. I knew it that well. I could find my way around blind. Bet you've seen things. You wouldn't believe it. Saw a rat once as big as a dog. I saw a man dead in the street without his skin. Come on, who'd take somebody's skin? Could be... Nah, I won't say it. Nobody knows the whole city. How old it is, how many times it's been built over. Not Hammerites, no. So, wir gehen erstmal hier hoch. Hier ist sogar ein Fenster, wo wir rein können. Aufgabe erledigt. Was ist das denn? Trinken Sie einen Heiltrank, wenn Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen möchten. Ah, okay, wir haben einen Heiltrank. Was ist das? Lieber Vetter, Embers versucht, den Opal zu schützen. Werden immer groteske... Also den... Okay, Embers Versuch, den Opal zu schützen, werden immer grotesker. Heute hat er vor der Tür zur Schatzkammer im Keller ein neues Fallgatter anbringen lassen. Was den Öffnungsmechanismus angeht, meine Männer haben überall gesucht, ohne Erfolg. Überall außer in Embers Privatgemächer natürlich. Solltest du etwas herausfinden, lass es mich wissen. Ember bereitet sich auf Julians Rückkehr vor. Er lässt das Medaillon der Routen vor, das keine Sekunde aus den Augen, aber gewiss nicht wegen seines Metallwerts. Lady Elizabeth muss geahnt haben, was geschehen würde. Sicher hast du ihre Abwesenheit auch bemerkt. Was uns angeht, wir müssen dem Sieger gehorchen. Egal, wer gewinnt, aber unsere Zeit wird kommen. Pass gut auf dich auf, Vetter C. Okay. Vetter C. Beutel. Ah, da ist noch Ocken. So, das können wir löschen. Da ist eine Wache. Ich habe jetzt... Sieht so aus, als wenn der, wir hauen den mal K.O. Erstmal in die Schatztruhe hier ran. Na, wo ist das Schloss? Ah, da. Bumm, geknackt. Das ist ganz geil, irgendwie so das alte. Ich hoffe, das neue Tief, das jetzt kommt, findet dann auch zu den Ursprüngen zurück. Also zu den Wurzeln. So wie sie früher waren. Na, da ist es. Bam. Dann wollen wir doch mal gucken, was da so Schickes drin ist. Okay, einer. So, wir müssen den mal irgendwo verstecken. Das hört sich an, als wenn da unten jemand geht. Geht da unten jemand? Naja, wir werden sehen. Wir gucken mal hier, auf dem Tisch ist noch eine Nachricht. Ich habe schlechte Neuigkeiten aus der Stadt. Das Medaillon ist weg. Julian ist natürlich völlig außer sich. Welcher seiner Vettern es wohl gestohlen hat? PS, falls du es warst, ich bin auf deiner Seite. Der Diebstahl war verdammt schlau eingefädelt. Ist hier noch irgendwas zu klauen? Draußen ist eine Wache. Da ist irgendwo.
Na komm schon. Hör auf. Ah, jetzt habe ich die Stelle. Gar nicht so einfach, Freunde. Ah, da. Man muss echt so den Rhythmus finden dazu. Bingo. Jetzt sollten wir vorsichtig sein. Da kann man irgendwo hingehen. Da steht auch eine Wache. Steht die zu uns mit dem Gesicht? Oh ja. Sieht aber betrunken aus. Need some action. Maybe that would keep me awake. Okay, ich glaube, der ist eingepennt oder knickt fast ein. Wir könnten einmal hinten rumgehen. Ich schaue nochmal auf die andere Seite. Ich weiß halt nicht, ich höre da was. Wir könnten sicherheitshalber mal. Die Fackel ausschießen. Okay, da hinten ist eine Wache. Da vorne ist auch noch eine Wache geradeaus. So, schön das Licht löschen. So, jetzt können wir hier nämlich schön vorbeischleichen. Wenn das nur die einzige Wache ist, dann können wir den... vielleicht sogar K.O. hauen. Und hier irgendwo nach unten bringen. Wir müssen mal schauen, wo das hingeht. Schade, das kann man nicht mit der rechten Maustaste irgendwie löschen, so. Okay, eine Kerze, da kannst du ja in die Finger rotzen und das ausdrücken. Das hört er jetzt nicht. Oh, Breitkopfpfeile. Wir können sogar mit Pfeilen schießen. Eine Ratte ist hier unten. The Rutherford Family Vault. That opal is as good as mine. Was ist das denn hier? Okay, das funktioniert nicht. Glaub nicht, dass wir da einfach reinkommen. Nope, da kommen wir nicht rein. Da ist der Opal drinne. Hm. Ich weiß nicht, ob man das hier kaputt schießen kann oder so. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Wir müssen anders in die Kammer kommen. Falls wir abhauen müssen, ist das irgendwie besser.
Der wird jetzt gleich schlafen. Eine lange, lange Zeit. Was, diese blöden Lichter, die kann man nicht ausmachen. Verstecken den unten irgendwo. Oder wir legen den hier in die Ecke. Ja, hier in die Ecke. So, da kann er dann erstmal weiter pennen.